Also erstmal herzlich willkommen zum ersten Sparda Sub Cup Firmenrennen. Noch mal eine zweite Chance bekommen und gehen. Muss Papa erstmal noch machen. Er muss nur um die Boje rum und wieder zurück. Wichtig, keine andere. Das kostet ja auch viel Kraft, da war die Strecke auch noch ein bisschen weiter. Oder von der 4x4 Fragezeichen Tanja Peters. Einmal hier in Korrektor. Da hatte bei Boje ein bisschen Glück gehabt, aber jetzt ganz vorne mit dabei Tobias Kuhl, gefolgt von Katrin Driehaus und dann Lotta Krüger. Und nochmal Applaus, wie immer, eine Anfeuerung für den Schnapp, noch ein bisschen die Nase vorn, so ein paar Zentimeter. Also wir brauchen eine Anfeuerung da für den Zweiten. bischof-von-standup-paddler.de, klicken Sie sich einfach mal rein, wie man heute so schön modern sagt. Da könnt ihr dann alle Infos kriegen und Sie haben gehört, das kann jeder machen. Da muss man nicht besonders fit sein oder besonders gut im Training. Einfach mal ausprobieren. Ich werde lieber rufen. Ja, ich kenne ihn. Beim Erwachsenenrennen in der ersten Runde, da haben die Kinder ja noch geprahlt und gesagt, ach, der Boje, da fahr ich ja locker rum. Mit einer Hand mache ich das. Oh, das, ich will es fast nicht verraten, aber die 2 Minuten sind gerade abgelaufen. Trotzdem geht es noch um den Sieg und den holt Jakob Tröster. Und da freut er sich auch zu Recht. Also es geht nicht um Zeit, hier auch um Ruhm und Ehre natürlich beim Sparda Sub Cup 2012. Auch bei den Kindern dort viel Ehrgeiz. Und jetzt geht es noch um die letzten beiden Plätze. Robert Nahm. Außerdem dabei Thomas Walawicz. Ich glaube, zum ersten Mal auf dem Board, das sieht doch ganz sicher aus, ne? Ja, wenn man so eine Kunst hätte kann. Es ist fast angerichtet für den Sparda Cup Sub Cup 2. 1, go! Oder sieht man schon richtig einen Profi da hinten, wie das losgeht? Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich kann kurz noch mal sagen, gestern gab es auch schon eine Gruppenentscheidung. Da haben sich die Jungs vom Kletterwald, vom Buhl durchgesetzt. Also die können nicht nur oben im Baum, sondern auch auf dem Wasser. Und die haben eine Kreuzfahrt gewonnen. Kiel, Oslo, Kiel. Also auch gestern große Preise hier auf der Hafenlust in Oldenburg. Und da zeigt sich schon der erste Favorit bei unserem ersten Rennen. Das sieht professionell aus, in Führung Valentin Böckler momentan. Aber auch Thomas Walawicz schlägt sich gut, zwar gerade hinten dran, aber fürs erste Mal sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Und da setzt sich dann die Erfahrung durch. Also, er gewinnt. Hier ist der Erfahrung, der jetzt übergegeben ist. Dann steht der
Und das ist Jörg. Das kommt sich auch viel. Where you move.